Die Teleakademie ist heute im Bildungshaus St. Bernhard in Rastatt. Pater Alexander Lefranc trat 1954 in den Jesuitenorden ein und erhielt seine philosophisch-theologische Ausbildung am Kolleg St. Blasien. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt in der Exerzitienbegleitung, der Förderung der ignatianischen Spiritualität und der Seelsorge. Pater Alexander Lefranc spricht zum Thema Orientierung für die Lebensgestaltung in einer Welt im Umbruch. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist ein Abenteuer, auf das Sie sich heute Nachmittag einlassen, auch auf das ich mich eingelassen habe. Denn ich bin kein Fachmann. Ich bin weder Wirtschaftswissenschaftler noch Politologe, nicht einmal Soziologe. Ich habe, meine ich, zwar eine solide philosophisch-anthropologisch-theologische Ausbildung, aber keine engere Fachkompetenz zu dem, was ich heute sprechen werde. Das hat aber einen Vorteil, meine Damen und Herren. Es lässt einen Blick aus Abstand auf die Geschehnisse zu. Wenn man so drin verwickelt ist, wie wahrscheinlich viele von Ihnen, dann hat man oft keinen Überblick. Man ist verwickelt in die Ereignisse, man muss strampeln, dass man überlebt, gerade wenn man etwa einen Betrieb hat. Aber es entgeht einem die langfristige Perspektive und der Überblick. Erhard Eppler, der Name sagt Ihnen vielleicht noch etwas, SPD-Politiker, mittlerweile sicher auch schon in Rente, hat einmal gesagt, Politik ist eigentlich der Diskurs einer Gesellschaft über die Ziele, die sie erreichen will. Und er fügte hinzu, dieser Diskurs findet nicht mehr statt. Zunächst ein kurzer Blick auf die geschichtliche Entwicklung. Wir leben ja immer in einer Geschichte und sind geprägt, finden vor, was sich entwickelt hat, und finden uns darin vor. Und darum ist immer gut, diese Entwicklung ein bisschen anzuschauen. Die Entwicklung in der Neuzeit hat den Akzent vor allem darauf gelegt, die einmalige Bedeutung des menschlichen Individuums, der menschlichen Person zu entdecken und auf den Schild zu heben und ihm ihr Rechnung zu tragen. Das ist die positive Sicht, die positive Entdeckung der Neuzeit. Das hat sich aber im Lauf der Weiterentwicklung und der Moderne immer mehr zu einem Individualismus entwickelt, in dem die sozialen Bindungen, Familie, Sippe natürlich, Gemeinschaft bis vor, naja, ist auch schon 40 Jahre her, schätze ich, gab es noch ein Dorf in unserem Land, in dem man einen gewissen Zusammenhalt hatte, mit der Kehrseite eine gewisse soziale Überwachung. Das ist alles passé, das Dorf gibt es nicht mehr, so wie wir es kannten, die Älteren unter uns. Und so hat in der Moderne haben sich die Dinge immer weiterentwickelt und haben das vernünftige Maß weitgehend verloren. Und daraus ist das entstanden, worin wir jetzt leben. Ich bin der Meinung, dass die Postmoderne, die ja angebrochen ist oder im Anbruch ist, nicht mehr die Fortsetzung der Moderne ist. Die Moderne, glaube ich, ist die Fortsetzung der Neuzeit, nur eben mit gewaltigen Ausmaßen, vor allem durch die wissenschaftlich-technische Entwicklung, die ja unglaublich vieles möglich macht. Die Postmoderne stellt uns jetzt die Frage, sollen wir alles? Dürfen wir alles, was wir können? Können wir alles noch finanzieren? Eine andere Entwicklung, Folge des Individualismus, ist ja die Alterspyramide, in der wir stehen. Die Bevölkerungssituation, die uns vor gewaltige Probleme stellt. Oder auch
die eine Welt. Die Welt wurde entdeckt, 1492 Entdeckung Amerikas und so weiter und so weiter. Wir leben in einer Welt für uns. Wir können mit unserem Reisepass fast überall hinfahren und sind willkommen, als Geldbringer auch, als Touristen. Und die aus der dritten Welt, wenn sie zu uns kommen wollen, off limits. Vielleicht sagt der ein oder anderen unter Ihnen noch der Name Oswald von Nell-Breuning etwas, ein Jesuit, Sozialwissenschaftler, keineswegs wirtschaftsfeindlich. Aber er hatte die Dinge im Zusammenhang gesehen. Und dieses Zitat heißt 1983 formuliert. Das ist also schon lange her. So wie wir unsere Wirtschaft organisiert haben, stehen wir unter dem irrsinnigen Zwang, nur damit unsere Menschen hier Arbeit und Verdienst haben, Wirtschaftswachstum zu betreiben. Wir kennen jedenfalls keinen anderen Ausweg, als diese Menschen damit zu beschäftigen, dass wir sie Güter herstellen lassen, die wir nicht benötigen oder jedenfalls gut entbehren können und für deren Herstellung Rohstoffe und Energie verbrauchen, die zu Ende gehen und obendrein die Umwelt in einem Ausmaß schädigen, verwüsten oder zerstören, dass wir die Welt für unsere Nachkommen unwohnlich machen. Ich finde es erstaunlich. Also Oswald von Nell-Breuning war mitbeteiligt am dem Aufbau der sozialen Marktwirtschaft in den 50er Jahren, die ich für ein optimales Modell halte, das wir hatten. Aber die gibt es nur noch in Restbeständen. Güter, die wir nicht benötigen oder gut entbehren können. In gesundem Maß ist Wirtschaftswachstum sinnvoll. Es schafft Wohlstand, Beschäftigung und damit auch Entwicklung einer Gesellschaft. Aber dieses Maß ist in den meisten Bereichen längst überschritten. Wir leben meines Erachtens in einer Welt, die ich mit dem Titel bezeichnen würde, totalitäre Wirtschaftswachstumsgesellschaft. Bis heute, das können Sie faktisch jeden Abend in den Nachrichten hören, ist Wirtschaftswachstum das unbedingt Notwendige. Ist auch klar. Wenn wir es nicht haben, kommt sofort die Frage, Arbeitsplatzverlust. Wovon leben wir dann noch? So sind wir in einem Zwang. Nell-Breuning sagt, irrsinniger Zwang. Was ist denn der Sinn von Wirtschaftswachstum? Diese Frage wird nicht mehr verhandelt und nicht mehr gestellt. Was herrscht in diesem System ist der Wettbewerb. Der Wettbewerb übt wirklich Herrschaft aus. Wenn Sie in Betrieben tätig sind, dann erleben Sie dies tagtäglich. Dieser Wettbewerb kreiert immer wieder kriminelle Praktiken. Ausschreibungen werden unterlaufen. Gestern, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, in Dreisat ein Bericht über die Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen Hand, also Regierungen, vor allem dem Bund, und Privatfirmen im Autobahnbau oder in anderen Dingen, Gefängnisbau war ein Beispiel. Wie dann es nahe liegt, in dem mörderischen Wettbewerb um des Überlebens willen Leute zu schmieren, die sich darauf einlassen. Also kriminelle Praktiken, Korruption. Nicht immer und überall, aber von der Zwang des Systems her wird es nahegelegt, wächst die Versuchung. Ein anderes Phänomen, das der Wirtschaft den Wettbewerb kreiert, ist das hohe Tempo, der Leistungsdruck, dem alle ausgesetzt sind. Je höher sie in einer Etage der Wirtschaft, dieser Gesellschaft stehen, desto härter und schwerer.
Auch optisch ist unsere Gesellschaft bestimmt und geprägt von Wettbewerb, sprich Werbung. Sie beherrscht das Bild unserer Städte und Dörfer, unserer Verkehrsmittel, Busse, Bahnen, überall. Werbung. Der zweite Untersatz dieses Zitats hieß, damit unsere Menschen Arbeit und Verdienst haben. Dieser Zusammenhang ist das Dilemma unserer Gesellschaft. Entweder Wachstum oder Arbeitslosigkeit. Deshalb ist die Politik davon beherrscht, international. Wachstum muss her. Sie erleben es täglich, das Dilemma zwischen Sparpolitik und Wirtschaftswachstum. Schuldenabbau oder Wirtschaftswachstum. Lel Bräuning sagt weiter, Rohstoffe und Energie verbrauchen. Die Wirtschaft, soweit sie nicht Dienstleistung ist, braucht begrenzte Ressourcen. Selbst wenn man endlich draufkommt, dass man Dinge recyceln kann, also Verbrauchtes wieder nutzbar machen kann, ist das Ende absehbar. Vor allem im Energiesektor. Kein Mensch weiß, weil die Saudi-Arabien und andere Länder ihre Prognosen nicht offenlegen, wie lange die fossilen Energieträger noch reichen. Uran ist auch begrenzt. Alles ist begrenzt. Wirtschaft hat mit Material zu tun. Und ein endloses Wirtschaftswachstum, sagt der gesunde Menschenverstand, kann nicht gehen. Dennoch, die herrschende Ideologie unserer Gesellschaft ist Wirtschaftswachstum. Nel Bräuning sagt weiter, Umwelt in einem Ausmaß schädigen, verwüsten oder zerstören. Was er noch nicht erwähnt hat, weil das neueren Datums ist, ist der Klimawandel. Das Fernsehen ist gut, weil es in diesen Punkten immer wieder deutliche Programme bringt, um deutlich zu machen, wie nahe der Klimawandel ist, wie bald Städte wie New York oder Hamburg unter Wasser stehen oder halbe Länder wie Bangladesch oder manche Inseln verschwinden. Es ist auf der Tagesordnung, aber Sie erleben ja immer wieder, es gibt keinen Fortschritt politisch. Also, der gesunde Menschenverstand, die auch nur oberflächliche Analyse der Situation fordert zwingend einen Systemwechsel. Und damit komme ich zu einem weiteren Punkt, der meines Erachtens entscheidend ist. Wir meinen ja, dass wir in einer Demokratie leben. Das ist ganz wichtig. Demokratie heißt wörtlich, das Volk herrscht. Praktisch, alle sind für alles verantwortlich. Oder alle sind für das Ganze und seine Entwicklung verantwortlich. Denn die Politik ist weitgehend entmachtet. Die eigentlichen Machtträger in diesem System sind nicht die Politiker, sondern sind diejenigen, die in den Großkonzernen die Entscheidungen treffen. Denn sie, nationenübergreifend, meistens niedergelassen mit ihrer Briefkastenfirma auf einer Steueroase, beherrschen die Entwicklung der Dinge. Und die Politiker kommen hinternach und versuchen, die gröbsten Auswüchse zu verhindern oder wenigstens den Machtkampf der Interessen irgendwie zu moderieren, dass er nicht in schiere Gewalt ausbricht. Das ist eine wichtige Leistung und ich finde, wir sollten unseren Politikern auch dankbar sein, dass sie sich diesem ständigen Stress, der so undankbar ist und für den sie ja je kaum Dank ernten, dass sie sich dem aussetzen. Aber
Sie sind nicht die eigentlichen Machtträger. Das kommt auch daher, also einmal daher, dass es der große, meines Erachtens die große Fehlentscheidung war, dass die Politiker, nationale Regierungen, um des Wirtschaftswachstums, des Wohlstands, der wachsenden Bequemlichkeit der Wähler willen, auf ihre Macht verzichtet haben. Nämlich indem sie die Wirtschaft haben sich internationalisieren lassen, also nationale Schranken um des Wachstums willen beseitigt haben. Und damit haben sie die Möglichkeit, regulierend einzugreifen, was die soziale Marktwirtschaft ja vorgesehen hat und auch funktioniert hat, aus der Hand gegeben. Und die internationalen politischen Instanzen, da bemüht man sich zwar, ist ein Stück gewachsen, europaweit, UNO und so weiter, aber längst nicht in dem Maße, als es notwendig wäre, um wirklich zielgerichtete, sinnvolle Regulierungen durchzusetzen. Wir haben das erlebt im Finanzwesen und wir erleben es ständig über Jahre jetzt schon in der Frage des Klimaschutzes und der Umweltschutzes. Klima kennt keine nationalen Grenzen, aber es wird eklatant erwiesen, stark beeinflusst von dem, wie wir leben, wie wir wirtschaften, wie Emissionen und so weiter und so weiter. Kennen Sie ja. Dass die Demokratie, die Parteiendemokratie, die wir haben in allen westlichen Ländern, ist nicht das einzig mögliche demokratische Modell, das es gibt. Ich denke, in Afrika haben sie mit ihrem Palaver der Alten auch eine Art Demokratie gehabt. Andere Art. Jeder hat ihre Vor- und Nachteile. Aber die Parteiendemokratie mit kurzfristigen Wahlterminen ist ganz schlecht ausgerüstet, um einen Systemwechsel zu vollziehen. Weil die nächsten Wahlen anstehen und dann kommt dieser Circulus Vitiosus zustande zwischen Partei, die siegen will und deswegen Versprechen macht, und den Bürgern, die, Entschuldigung, wir bequem leben wollen und uns freuen, wenn es uns gut geht. Aber das reicht nicht. Und das ist das Dilemma. Zweiter Punkt zur Diagnose. Nicht nur die Politiker sind entmachtet, sondern auch, meine These, die Unternehmen. Die Unternehmensleitungen im Sinne von Unternehmen. Herrschen tun die Anleger. Das Ziel der großen Konzerne ist kurzfristige Gewinnsteigerung. Kurzfristige Gewinnsteigerung. Nicht mehr Kundenbindung, nicht mehr langfristige Entwicklung, sondern kurzfristige Gewinnsteigerung. Dem wird entsprechend alles geopfert. Wird ausgesourced, Teile abgestoßen, anderes dazugekauft und so weiter, um die Anleger zufriedenzustellen. Denn wenn sie den Geldhahn abdrehen, dann stirbt das Unternehmen. Die Menschen, die da drin, und ich kenne einige, arbeiten müssen, leiden sehr darunter, unter dieser sinkenden Unternehmenskultur. Ich möchte ausdrücklich hervorheben, ich rede in diesem Sinn von den Großunternehmen, den Großkonzernen, nicht von den mittelständischen Unternehmen. Dort gibt es oft noch sehr andere Kultur, die wirklich auf Kundenbeziehungen ausgerichtet ist, die ein gutes Unternehmensklima unter den Mitarbeitern versucht herzustellen, sodass eine wirkliche langfristige Entwicklung auch möglich ist. Weil nun Gewinn nicht mehr primär durch Wirtschaft gemacht wird, sondern vor allem, wenn man schnell reich werden will, dann muss man sich in die Finanzspekulation begeben. Dort werden kurzfristig schnell Gewinne gemacht. Und so sagen Fachleute, dass in wahnsinnigem Tempo Milliarden um die Erde verschoben werden, ohne dass dem reale wirtschaftliche Bewegungen überhaupt noch entsprechen.
Und man kann sich fragen, kann das denn überhaupt länger gehen? Platzt diese Blase nicht? Sie platzt ja dann gelegentlich. Und gehen dann die Währungen nicht notwendigerweise kaputt? Das sind die Fragen, vor denen wir eigentlich stehen. Der Mensch ist in diesem System definiert als Konsument. Er muss ja kaufen, da liegt unsere Macht. Und als Leistungsträger. Er muss den Betrieb am Laufen halten. Die Anforderungen an die Leistungsträger werden immer mehr gesteigert. Und immer mehr Menschen werden diesen Leistungsanforderungen nicht mehr gerecht. Nicht nur Behinderte, sondern auch sonst. Und wer nicht Leistungsträger ist, der taugt bald auch nicht mehr als Konsument, weil er nicht mehr die Mittel hat. Und wer nicht mehr Konsument ist, der wird noch einstweilen immer weniger versorgt, Hartz IV. Und die Entsorgung am Lebensanfang und am Lebensende hat schon begonnen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich zeichne sehr grob, ich bin mir dessen bewusst, nicht sehr differenziert. Differenziert sieht natürlich alles nochmal viel ein bisschen anders aus. Es ist nicht alles schlecht. Mir geht es darum, den Mainstream-Trend, also die hauptsächliche Entwicklung, auch deutlich und grob zu zeichnen, damit wir alle aufwachen und sagen, so darf es nicht weitergehen, so kann es nicht weitergehen. Es kommt noch ein Punkt hinzu, nämlich die internationale Dimension. Ich sagte vorhin schon, wir sind eine Welt geworden, wirtschaftlich, aber in dieser Welt herrscht eine riesengroße Ungleichheit. Es ist die eine Welt, ich sage dann immer gerne, und das stimmt schon nicht mehr ganz, der westlichen Welt, der westlichen Industrienationen, mittlerweile auch der Schwellenländer. Und die anderen werden gebraucht als Rohstofflieferanten und als Markt. Eine Binnenwirtschaft in einem sich entwickelnden Land kann sich ja nur entwickeln, wie wir es in Europa über Jahrhunderte gehabt haben, wenn es eben eine Binnenentwicklung gibt, in der man sich gegenseitig in Geben und Nehmen auf eine Weise halt entwickelt. Wenn aber eine unentwickelte Volkswirtschaft dem globalen Markt ausgesetzt wird, kann das nur schiefgehen. Und das erleben wir ja nicht nur, aber doch in hohem Maße. Hinzu kommt, dass diese westlichen Industrienationen im 19., 18., 19. bis ins 20. Jahrhundert hinein Kolonien betrieben haben. Das ist passé. Aber wir haben längst einen Neokolonialismus wirtschaftlicher Art und vielleicht noch stärker medialer Art. Also durch die Medien, durch die Werbung. Ich war sehr entsetzt, als ein Mitbruder von mir, der in Vietnam war, entsetzt davon berichtete, Vietnam ist immerhin ein kommunistisches Land, wo nicht jeder da nein kann. Aber sie sagt, die amerikanische Werbung ist überall präsent. Und diese Werbung zerstört oder ruiniert autochthone Kulturen. Ich meine, dass der Aufstand der Islamisten, der viele Quellen hat, verschiedenster Art, eine Quelle auch darin hat, dass es der verzweifelte Aufschrei einer Kultur ist, die sich vergewaltigt fühlt und die sich gegenüber diesem wirtschaftlichen und medialen Andrang ohnmächtig fühlt und deswegen auch nicht nur und deswegen überhaupt nicht zu rechtfertigen, aber um zu begreifen, wie es dazu kommen kann, dass Menschen sich dann in Fanatismus hingeben, um dem Widerstand zu leisten. Und so haben wir den globalen Terrorismuskrieg,
Und als W. Bush den Krieg gegen den Terrorismus ausgerufen hat und meinte, er könnte ihn gewinnen, hat er sich völlig getäuscht. Krieg gegen diesen Terrorismus ist nicht zu gewinnen. Man müsste an die Wurzeln kommen. Und die Wurzeln liegen dort, wo Menschen nach dem Sinn und den Zielen ihres Lebens fragen. Und die sagen uns, das, was ihr da macht und was wir in euren Gesellschaften an Verfall menschlicher Werte sehen, das wollen wir nicht, das wollen wir uns nicht aufzwingen lassen. Das ist eine, bitte nur eine Quelle, die dahinter steht, meines Erachtens. Eine zweite Entwicklung in der globalen Welt ist, dass die westliche Welt dabei ist, die Übermacht zu verlieren. Die BRICS-Staaten sind dabei, an Macht zu gewinnen. China wird wohl bald die stärkste Wirtschaftsmacht und nicht nur Wirtschaftsmacht, sondern mit ihrem Einfluss gerade in Ländern, in denen der Westen keinen Einfluss hat, vor allem in Afrika, eine Vormacht werden. Und ja, damit haben wir natürlich jetzt schon die gewaltigen Spannungen im internationalen Feld. Wozu das führen wird, ist im Augenblick nicht absehbar. Sie sehen, ich sehe die Situation ziemlich düster. Sie ist nicht so düster, wie ich sie vielleicht jetzt gemalt habe. Aber ich denke, von dem Trend und der Entwicklung ist sie nicht sehr vielversprechend. Vor allem auch, wenn man die Diagnosen, die die Klimaforscher geben, ernst nimmt. Und noch einmal, die eigentlich jetzt mit solchen Situationen umgehen müssten, darauf reagieren müssten, Modelle entwickeln müssten und vorschlagen müssten, wie man denn jetzt besser damit umgehen kann, wie man das System entsprechend verändern und anpassen kann, sind ziemlich machtlos und hilflos, weil sie viel zu sehr abhängig sind, vor allem natürlich in US-Amerika, aber mittlerweile auch in Europa, von den Geldanlegern, die sie beherrschen. Ein weiterer Punkt, dritter Punkt, ist die Macht der Medien. Den möchte ich nicht sehr weit entfalten, sondern kurz abhandeln. Sie ist, ich denke, dass diejenigen, die die öffentliche Meinung prägen und bilden, mächtiger sind als die gewählten Politiker. Denn die Politiker müssen ja, das erleben sie ja immer auch, bemüht sein, ein Image zu haben, das sie vorteilhaft darstellt, damit sie gewählt werden. Sie sind also dann vielleicht mehr mit der Imagepflege beschäftigt als mit den langfristigen, jedenfalls den langfristigen Sachzielen. Den können sie sich ja gar nicht, das können sie sich ja gar nicht leisten, die Armen. Und das ist nun die Frage, und da sehe ich eine der Hauptverantwortlichen für diese Entwicklung, denn wir alle sind natürlich unglaublich weit von der öffentlichen oder besser veröffentlichten Meinung geprägt. Die öffentliche Meinung oder die veröffentlichte Meinung ist ja nicht die eruierte Meinung der Leute, sondern ist das, was aus einem sehr schwer durchschaubaren Netzwerk von Denkern, von Werbungs-, von wirtschaftlichen Einflüssen her und so weiter sich dann bildet. Aber es gibt doch dadurch so eine Art Urteilslinie, die für die Menschen sehr stark prägend ist. Es würde sich lohnen, und eine wichtige Aufgabe, kritischer Fernsehkonsument zu werden oder auch Leser in Zeitungen. Nun aber der wichtigste Punkt, meine lieben Zuhörer, unsere Macht. Wir haben natürlich alle das Gefühl der Ohnmacht. Diesem riesen totalitären System gegenüber, was kann ich denn da schon tun? Ich kann doch nichts verändern. Das ist aber ein Irrtum. Denn Wirtschaftswachstumssystem lebt von den Kunden. Wenn nicht gekauft wird,
dann reagiert die Wirtschaft, muss und tut es. Mit jedem Kauf oder Nichtkauf, den sie machen, üben sie Macht aus. Dürfen sie, sollen sie. Wie verantworten sie das? Denn sie kaufen ein Produkt, ich nehme ein Beispiel Textilindustrie, das ist natürlich nicht in Deutschland fabriziert, sondern vielleicht in Bangladesch, um ein Beispiel zu nehmen, oder irgendwo in China. Unter welchen Bedingungen arbeiten die Leute dort? Wie viel an Umweltverbrauch ist investiert, bis das von dort hierher kommt? Das ganze Verkehrssystem ist ja da in der Frage. Wer verdient daran und wer verdient kaum daran? Das sind die Fragen, die damit involviert sind. Wir können nicht bei allen Kaufaktionen, die wir haben, diese Dinge nachverfolgen und so weiter. Aber wir können Fragen stellen. Dann werden die, die verkaufen wollen, aufmerksam. Es gibt natürlich noch ganz andere Dinge. Kaufen Sie ein Auto? Ist das überhaupt noch sinnvoll? Für mich ist die Autoindustrie ein großes Beispiel von sinnwidriger Wirtschaft. Sie ist eine Industrie, an der viele Zulieferungen hängen, drum muss die Autoindustrie florieren. Was wäre, wenn in China die Leute so viele Autos haben wie bei uns? Völlig unmöglich. Was machen die Autoindustrie? Sie verpestet, also nicht die Industrie, aber die Autos oder wir, mit unseren Autos die Luft. Klimawandel. Statt dass die Autoindustrie schon vor 40 Jahren angefangen hätte, umzustellen auf andere Energieträger. Im Übrigen, wenn eine Branche sehr steigt im Absatz, ist die Rezession im Grunde genommen vorprogrammiert. Das ist wiederum das sinnlose Wirtschaftswachstum. Der Markt ist begrenzt. Und in manchen sollte er sinken, viel mehr begrenzt werden. Anderes Beispiel ist die Nahrungsmittel. Ich habe neulich mal eine Sendung gesehen, ich glaube es war Dreisat, der Agrarwahnsinn. Die Erde könnte, sagen UNO-Experten, doppelt so viel produzieren, wie wir brauchen. In den reichen Ländern werden, ich vergesse dann die Zahlen genau, aber so viel weggeschmissen, was verbrauchbares Lebensmittel werde, wie man eine halbe Nation ernähren könnte. 5 große Konzerne beherrschen den Lebensmittelmarkt. Was geschieht dabei? Der Boden wird durch Pestizide verunstaltet. Die Nahrungsmittel verlieren an Qualität, weil sie Giftträger werden. Und damit unser Rindfleischverbrauch, vor allem in den USA, florieren kann, wird der Regenwald abgeholzt, damit man stattdessen Sojafelder anlegen kann, etc. etc. Sie merken den Zusammenhang, wie wir leben, was wir kaufen, wirkt sich aus, prägt zukünftige Entwicklungen in dieser oder in einer schlechten Weise. Und darum dieser erste Punkt. Ich sage natürlich, wir können nicht immer allem nachgehen, wir können keine perfekten Verantwortungsträger sein, brauchen wir auch nicht. Aber in die einen oder anderen Punkt sollten wir anfangen zu fragen und Konsequenzen zu ziehen. Was kaufe ich? Warum kaufe ich da? Warum kaufe ich Bio-Lebensmittel oder nicht? Die sind teurer. Ein Hühnchen, das biologisch gelebt hat und geschlachtet wurde etc., ist 4-mal so teuer wie eins konventionell. Ein durchschnittlicher Bundesbürger gibt nur 10% aus für Lebensmittel. Meines Erachtens kann man Luxus definieren an der Relation zwischen lebensnotwendigen und nicht lebensnotwendigen Gütern. Wenn wir nur 10% für Lebensmittel ausgeben, dann leben wir vielleicht eben doch im Luxus. Und das hat Folgen. Eine andere Folge ist, was wir in Deutschland, wiederum ein Beispiel mit Hühnchen, was in Deutschland an dem Hühnerfleisch nicht mehr gewollt wird, das wird eingefroren und verfrachtet nach Afrika, Ghana ist das Beispiel, und macht dort als Billigangebot den einheimischen Markt kaputt.
ist längst nicht mehr so, dass wir dadurch, dass wir Lebensmittel in die dritte Welt exportieren, denen helfen. Wir schaden vielfach. Also, das war zum Thema, als Käufer übe ich Macht aus und ich sollte mir lernen, nicht nur das Billigste zu kaufen. Fast in der Regel ist, wenn ich das Billigste kaufe, wirke ich mehr mit an Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung. Zweiter Punkt, vielleicht noch wichtiger, Geldanleger. Ich sagte vorhin schon, dieses System wird beherrscht eigentlich von den Anlegern. Wissen Sie, was mit Ihrem Geld, selbst wenn es wenig ist, das Sie auf der Bank haben, geschieht? Das ist doch eigentlich unerhört. Wissen Sie, ob damit Waffen produziert werden, ob damit Monsanto finanziert wird oder ich weiß nicht was? Fragen Sie nach. Mittlerweile sind Banken oft interessiert an Privatkunden und die wird Ihnen wahrscheinlich keine Auskunft geben können. Aber wenn Sie permanent nachfragen, dann wird die sich bemühen. Es gibt mittlerweile schon ethische Geldanlagen, die gar nicht mal so wenig Rendite anbieten. Im Augenblick ist mit Rendite sowieso wenig, aber immerhin, da tut sich was. Aber das ist ein ganz wichtiger Machtfaktor, den wir, je nachdem, in der Hand haben. Es geht nicht darum, dass man nicht Anlagen machen darf oder soll, aber welche? Und welche nicht. Und damit entscheiden Sie mit darüber, welche Unternehmen, was wirtschaftlich geschieht und nicht mehr geschehen kann. Zweiter Punkt. Dritter Punkt, der ist doppelt. Meinungsbildung. Ich sprach vorhin schon von der öffentlichen Meinung. An der wirken wir alle auch mit. Aber damit wir das richtig und verantwortlich können, müssen wir uns zunächst einmal Meinung bilden, also ein Stück sachverständig werden. Das heißt, wir müssen uns wirklich informieren. Dazu gibt es gute Mittel. Allerdings nicht, wie ich schon sagte, die ersten Seiten der Zeitung, der Tageszeitung, auch nicht alle Fernsehsendungen, aber es gibt gute Sendungen. Ich empfehle also, ich sehe öfters Arte, oder Dreisat. Die bringen Zusammenhänge, Hintergrundinformationen. Ich halte sie für weitgehend verlässlich. Oder dass man Dinge liest, Bücher, die geschrieben werden. Ich habe ein Buch gelesen, zum Beispiel von Jean Ziegler, ein französisch-Schweizer, der in der UNO sehr tätig war, Der Hass auf den Westen. Ein provokanter Titel, gut. Aber das wird man aufmerksam auf Trends, auf Entwicklungen, die da geschehen, die man sonst gar nicht so wahrnimmt. Also als Verantwortlicher in der Demokratie muss ich mich politisch, gesellschaftlich bilden. Und wenn ich nur Unterhaltungssendungen und Fußball sehe, dann bilde ich mich nicht. Das darf man ja, ist ja gut. Aber ich muss auch mal ernsthaft mir die Mühe machen, zu versuchen, mehr davon zu verstehen, wie unsere Gesellschaft, unsere Politik läuft und was da wirklich langfristig an Entwicklung ist. Und dann kann ich entsprechend in den Gesprächen, die ich führe, wir sind alle nicht nur solche, die sich informieren können und sollen, sondern auch die Meinungsmitbilden in den Gesprächen, im Berufsalltag, viele Gelegenheiten. In den Gelegenheitsgesprächen, in der Bahn und sonst wo. Als letztes, bewusst an letzter Stelle, habe ich, als Wähler üben wir Macht aus. Meines Erachtens sind die anderen Punkte, A bis D, wirksamer und wichtiger. Aus dem Grund, den ich vorhin erläutert habe. Weil die Politiker arme Hunde sind und wenig Macht haben. Aber es ist doch nicht ganz ohne. Ich bin ein starker Gegner der 5%-Klausel, weil sie erschwert, dass sich das Parteiengefüge wandelt. Bei der Europawahl war was möglich. Ich sage, das ist vielleicht unpopulär, aber ich sage, ich habe da ÖDP gewählt, weil das die Partei ist, die ich mit gutem Gewissen wählen kann. Alle anderen, natürlich muss man immer Kompromisse machen.
Die anderen Punkte sind wichtiger, aber die Wahlfrage ist nicht unwichtig. Und jetzt komme ich gerne noch zu einem fünften Punkt. Die neuen Chancen. Es gibt sie. Es gibt nämlich Bewegungen, die im Gang sind, um das System zu verändern. Und zwar von unten her. Und dazu ist das Internet eine neue Möglichkeit. Und es gibt Agenturen, die sich in bestimmter Richtung entschieden haben, in der sie wirken wollen. Ich nenne ein Beispiel, TTIP, das ist das Freihandelsabkommen zwischen USA und also Kanada und Europa und USA und Europa, das im Augenblick verhandelt wird, und zwar geheim, hinter verschlossenen Türen, mit dem großen Problem, dass da Konzerne, internationale Konzerne, gegen Nationen und deren regulierende Gesetzgebung klagen können vor privaten Schiedsgerichten, wo also internationale Konzerne und nationale Regierungen, die gewählt sind, internationale Konzerne, die nicht gewählt sind, auf Augenhöhe miteinander verhandeln. Das ist der eine Punkt und meines Erachtens auch der andere Punkt. Diese großen Freihandelsräume sind nicht das, was wir brauchen. Was wir brauchen, ist lokale Entwicklung vor Ort. Das hilft den Leuten in der dritten Welt, vor allem in der Nahrungsmittelproduktion. Das ist auf UNO-Ebene mittlerweile schon klar anerkannt. Die Hungerproblematik wird nicht durch die grüne Revolution und die großen Konzerne bewältigt, sondern durch die Kleinlandwirtschaft vor Ort. Die muss gestützt werden und dafür muss sie geschützt werden vor unseren Exporten. Es gibt also Chancen. Und hier kommt die Frage ins Spiel, nehme ich sie, sehe ich sie, informiere ich mich und wen unterstütze ich? ATTAC, Compact, AWATS ist so eine Agentur. Die starten immer wieder Kampagnen, die man sich anschauen muss und entscheiden muss, will ich das, halte ich das für gut? Dann kann ich unterschreiben und dann kommen sehr schnell große Zahlen zustande, die für die Politiker Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Ein Beispiel ist in TTIP schon geschehen. Da sind die Politiker mittlerweile unter Druck und trauen sich nicht mehr einfach so weiterzumachen. Es gibt auch andere Beispiele. Ich möchte mit diesem Punkt jetzt abschließen. Ich möchte Ihnen damit auch ein Stück Mut machen oder uns, dass wir einander mit Mut machen, dass wir dem anonymen Trend nicht einfach ausgeliefert sind. Ob es noch gelingt, das System so zu wandeln, dass es nicht zu einer Katastrophe vorher kommt, bleibt offen. Aber das ist immer so. Es gibt anscheinend Untersuchungen von Soziologen, die sagen, Gesellschaftswandel geschieht immer im Ausgangspunkt von einer relativ kleinen Minderheit. Die große Mehrzahl der Mitläufer verändert nicht. Dann geht es immer so weiter. Kleine Minderheiten, die mutig, aktiv und verantwortungsvoll sind, haben die Chance, wenn sie im Schneeballsystem wachsen, schließlich auch Mehrheiten zu gewinnen, die dann Wandel herbeiführen können. Mit diesem hoffnungsvollen Ausblick möchte ich einmal schließen. Dankeschön. Die Teleakademie war heute im Bildungshaus St. Bernhard in Rastatt. Es sprach Pater Alexander Lefranc zum Thema Orientierung für die Lebensgestaltung in einer Welt im Umbruch.